Begrüße alle Kunden im Medien- und Copyhaus. Sehr viele Kunden haben gesagt, mach doch endlich mal Werbung. Werbung, dass es in Frohnhaus ein Copyhaus, ein Medienhaus gibt, das komplett anders ist wie alle anderen, die man kennt. Gut, mache ich hiermit. Dieses Video ist jetzt hier auf dieser Firmenseite Medien- und Copyhaus und begrüßt alle Kunden, die hier schon waren oder hierhin möchten, weil sie einen Wunsch haben. Wir überspielen nicht nur, wir zeichnen auch nicht nur auf, wir arrangieren nicht nur, nein, wir kopieren auch. Alle Kopien von der Wiege bis zur Bahre kopieren wir eure Formulare. Gut, das gute Stück hier wurde 1969 erdacht, die sogenannte Datenautobahn mit Zuhilfenahme von Maschinen. Hört sich lustig an, wenn so ein 10-Jähriger das von sich gibt. Und wenn er das da mit 1979 umsetzt, mit Medien 2000, ist klar, sieht die Welt etwas anders aus. Analog wird digital. Nach der CeBIT 95 kam das Netz www und die User ICQ und Skype und wie die alle geheißen haben. So, jetzt, nach langer Zeit, nach 99 Durchbruch, jeder im Netz und jetzt vor allen Dingen durch Facebook, Amazon und Google, ist alles anders geworden. Aber uns gibt es immer noch, wir haben uns erneuert im Jahr 2013. Das Medienhaus und Copyhaus ist natürlich eine völlig ungewöhnlich neue Art von Elektronik. Hier geht fast alles über Spielen, Scannen, Aufzeichnen, Umspielen, Erneuern in der Welt der Medien, Fotoherstellung, Foto machen, Filmherstellung, Filme machen. Ja, wie gesagt, dann auch Kopie. Dann die sogenannte Internetstraße, der Computer, wo alles ist, wo ich alles machen kann. Ich setze mich davor, mache meine Bewerbung vom Bild bis zur Textur bis hin zur Weiterleitung. Um die Ecke ist sogar die Post bzw. die Postbank, die auch die Post beinhaltet. Parkplätze auf den Straßen, Parkanlagen, hinter uns Woolworths mit seiner Parkanlage etc. pp. Also hier ist roundabout für Frohnhausen, der Stadt Essen, alles gegeben. Und zum ersten Mal mache ich eine Werbung für das Medien- und Copyhaus an der Kölner Straße 36 in 45145 Essen, an der A40. Warum? Weil, wie gesagt, sehr viele Kunden gesagt haben, Mensch, mach doch endlich mal Werbung, damit wir wissen, dass vor unserer Haustüre doch was ist. Ich muss ständig irgendwo hin. Ja? Es kommen mittlerweile Leute aus Mülheim, sogar aus Wesel kamen welche. Also sagen wir mal so, wir sind ein internationales Haus und in diesem internationalen Haus sind alle und arbeiten auch alle und bekommen auch alles, was möglich ist. Alles ist nicht möglich in der Welt der Elektronik, weil das hier nun mal real ist. Und was real ist, ist nicht online. Und darum gibt es auch keine Online-Werbung. Werbung aus der Welt, da komme ich selbst, habe lang genug Werbung gemacht und so weiter, bin Filmautor und mache Filme. Wir haben hier einen Filmclub, wir haben den Star Wars Club noch dabei. Da gibt es um die Ecke noch den Eisenbahn-Fanclub. Also hier ist eine Menge, hier ist eine ganze Menge. Wir haben Studios für unsere Schauspieler, die E-Casting brauchen, die brauchen jeder. Jeder Mensch braucht irgendwann irgendwo mal schnell ein Foto, schnell einen Schnitt für sein E-Casting oder ein E-Casting selbst, eine Aufzeichnung, er braucht Bilder von sich und so weiter. Er braucht etwas. So, und das stellen wir her, auch ziemlich schnell und sicherlich auch günstig, weil wir sind verdammt günstig, das haben wir gestern noch gehört, weil wir ja auch die uralten Sachen machen, die uralten analogen Sachen aus Single 8, Super 8, die jetzt zuhören, wissen gar nicht mehr, was das ist. 16 mm, 35 mm, 73 mm. Also aus der Welt des Zellulite, also aus dem Original, was mal hergestellt worden ist. In den 50, 60er Jahren hatte jeder so einen Film und hatte da 3 Minuten Filmchen gemacht. So, wir haben auch hier den BDFA noch zu Gast. Das sind also Filmer, wir haben den AV Digital zu Gast. Das sind Fotografen, die Bilder machen, die Bilder selbstständig und lebendig machen, ja, animieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der nicht kommerzielle Film,
wird hier hergestellt, umgesetzt, erweitert, weil viele Filmautoren haben Ideen, die umgesetzt werden müssen, aber sie haben die Maschinen nicht dafür. Die haben den Schnitt nicht oder Special Effect haben sie nicht. Und das kann man hier halt machen. Auch für die Vollprofis ist ja auch Blu-ray 4K machbar. Aber das hat seinen Preis und da erschrecken sich die meisten schon. So, das ist die Werbung des Medien- und Copyhauses hier in der Stadt Essen im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen. Und wir freuen uns für jeden, der mal vorbeischaut an der A40. Wir freuen uns natürlich auch auf der Resonanz der ganzen Schauspieler, die jemals hier schon gewesen sind. Und hier waren eine Menge. Und wir freuen uns natürlich, wenn es weitergeht, wenn weiter Schauspieler, heranwachsende Schauspieler, möchte Schauspieler werden, erscheinen. Oder halt die voll mega Superprofis, die auch hier hin und wieder mal ganz schnell eine Kopie brauchen oder einen Ersatz, einen Schnitt, der jetzt ziemlich schnell gemacht werden muss und so weiter. Also hier ist die Industrie 4.0 schon zu Hause. Wir sind nicht nur online, wir sind auch real. So, und zum ersten Mal habe ich eine vollwertige Werbung für das Medien- und Copyhaus gemacht und ich hoffe, ihr kommt selber mal vorbei und schaut euch um. Wie gesagt, es gibt den Star Wars Club, es gibt den Film Club und es gibt den Eisenbahner Club, auch noch da drin, und den Dachverband seit 1927, den BDFA, und Einzelmitglieder, jetzt haben wir einen gehabt, der ist 28 an der Lichtburg, der hat da einen tollen Film gemacht, Fettes Grün, und hat richtig abgesahnt, denn bei uns gibt es den sogenannten Willi, dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Vereine, und mein Herz hängt an dem Allerbesten, das ist in Dortmund, der Filmclub in Dortmund. Hier in Essen gibt es leider keinen, hier in Essen gibt es vieles nicht. Und das ist halt so, wir arbeiten dran, vielleicht schaffen wir das ja mal, dass wir hier in Essen etwas Neues aufbauen. Theater Courage, da ist der beste Reinhold Ruhrgold auch gerade weg, er zieht weg zum Norddeutsch. Hallöchen, Grüße! Da wir auch ein Filmhaus sind und Filme machen und auch drehen, wird, wenn Kunden, die nicht dazugehören, sowas unterbrochen. So, mit sehr vielen Kunden gesprochen und wie gesagt, so eine Werbung mal ins Leben gerufen. Die Stadt Essen kannst du vergessen, weil da ist nichts mehr los. Hört sich hart an, stimmt aber. Die Stadt Essen war mal, die Stadt Essen hatte mal, sie hatte Flair. Die Lichtburg hatte Flair, ja. Das Glück auf Kino hatte Flair, das älteste hier in der Umgebung von 1927. So 90 Jahre hat jetzt die Lichtburg gefeiert und so weiter und so fort. Ja, die huldigen sich alle selbst. Aber die Stadt Essen kann es vergessen, weil hier ist nichts mehr los. Hier war Schwerindustrie, hier war richtig was am Gehen. Also hier hatte der Mensch noch Wärme, hier war der Mensch noch Kumpel, hier war der Mensch noch Angestellter, hier war der Mensch noch irgendwie so eine Art Tetzlaff. Ja, so eine Art Tetzlaff, der da aus dem Fenster geblökt mit Unterhemd und Pulle Bier. So, das gibt es alles natürlich nicht mehr. So, Veränderungen müssen sein. Veränderungen sind ja auch gut. Aber man sollte nicht immer alles verändern. Und vor allen Dingen nicht so kalt verändern. Ja, so kalt. Ein bisschen mehr Wärme. Wenn schon einige Kunden sagen, und vor allen Dingen sehr junge Kunden, dass sie den sogenannten Weihnachtsmarkt in der Stadt Essen gar nicht so gut finden, den Dortmunder besser finden oder sogar den in Stiele. Ja, den in Stiele, der eröffnet immer als erster und dann kommt am Kennedy und so weiter, also in der Innenstadt der Stadt Essen, der Weihnachtsmarkt. Also wie gesagt, es ändert sich alles, hat aber nicht mehr so den Flair. Man hat also kein Interesse mehr, unbedingt dahin zu müssen. Das meine ich halt mit Flair, wenn ich hier so die Seiten sehe online, bin ja auch online hier. Du weißt, dass du aus Essen kommst. Nun, das und was habe ich noch in meinem ganzen Leben noch nie hier in der Stadt Essen gehört. Wenn höchstens mal vor sehr langer Zeit in Bottrop. Ja, Bottrop, das war noch was und das und Kohle und so weiter und Schrebergärten. So, ihr seid total recht herzlich willkommen im Medien- und Copyhaus. Wer was braucht, ihr Parkplätze, alles ist da. Ich mag persönlich keine Werbung, dieses gibt es schon seit 60 Jahren und diese Datenautobahn,
1969 ausgedacht, 1979 umgeformiert und auf den Weg gebracht als Firma und jetzt halt des Restes ganz neu, die Industrie 4.0, das Allerneueste. Es gibt hier wirklich das Allerneueste. Nur das muss auch bezahlbar sein, weil wir 100% Dienstleistung sind. 100% Dienstleistung bedeutet, wir arbeiten für unsere Kunden. Ja? Jetzt laufen hier 55 Stunden Privatfilm, die erneuert werden müssen, die schöner gemacht werden müssen und dann später auf dem heimischen Fernseher gesehen wird. So, die alten super Normal 8 Sachen. Ja? Dann die ganzen analogen Filme, die Menschen gedreht haben, wo sie gerade waren, im Urlaub und so weiter. Ja? So, das ist unser Metier, da sind wir zu Hause, das machen wir auch sehr gerne für unsere Kunden. Wir sind auch verdammt günstig darin und wollen, dass der Kunde sich freut. So, die Frau Hannelore Kraft, wie sie noch Ministerin war, fragte, warum macht ihr das so? Ganz einfach, wenn unseren Kunden gut geht, geht es uns auch gut und wenn unser Kunde uns weiterempfiehlt, macht es mehr Spaß. Wenn Menschen auf Empfehlung kommen, das macht viel mehr Spaß und wenn die weiterhin gehen, ja, und dass die Empfehlung gut war, macht es noch mehr Spaß. Wie so eine nackte Werbung. Aber jetzt bin ich gefragt worden, jetzt habe ich sie gemacht. Ich habe Werbung gemacht. Nach der CeBIT 1995 mit YouTube und AOL und all solche Sachen da, WebTV ausgedacht. Stefan Raab wollte auch mitmachen und heute, anno knack, weit nach 2000, gibt es das alles nicht mehr. Alle haben sich zurückgezogen, sogar Knacki Deuser, den ich sehr schätze, den gibt es halt auch nicht mehr. Brainpool, Filmpool und wie die alle heißen, die Norddeich und so weiter, die gehen auch so langsam. Und wie gesagt, deswegen gibt es hier nur 100% Dienstleistung für alle Schauspieler, für alle Theaterleute, für alle Künstler aller Sparten. Ja? Ich hatte jetzt gerade noch so einen jungen Mann, der da so einen Punkrock macht. Da habe ich gesagt, komm, gib her, ich mache für dich die Werbung, häng es an die Scheibe. Dafür habe ich dann noch so eine liebevolle CD bekommen, die ich jetzt leider hier nicht zu Händen habe. Aber na, auch hier Roy und Toy, die beiden Musiker aus dem Hause Katzenklo, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Ja, sogar Henning Baum ist von der Stadt Essen jetzt in die Stadt Köln gezogen. Soll auch was heißen. Also einige Schauspieler verlassen uns. Ich habe auch gerade noch mit Reinhold Ruhrgold aus dem Courage Theater gesprochen. Auch er verlässt uns. Auch er zieht an den Norddeich, also weit, weit weg von der Stadt Essen. Ja, die Stadt Essen kannst du vergessen. Kommt so langsam hin. Ich will hoffen, dass wir die wieder hinkriegen. Wer weiß. Also ich vermisse Filmclubs, Fotoclubs. Ich vermisse überhaupt diesen Flair, den Dortmund mir mal eine Zeit lang geboten hat, muss ich einfach nur sagen. Ja, Bochum liegt dazwischen, der Herr Grönemeyer auch und die Kulturhauptstadt wurde zur grünen Hauptstadt. Also die Stadt Essen hat sich ein bisschen verändert, aber nicht so, dass die Leute sagen, ich muss da unbedingt hin. Ja, und genau das ist es. Also ihr müsst auch nicht unbedingt hier hin, um Gottes Willen, aber wenn ihr euch hier verlauft, dann stehe ich zur Verfügung, mache euren Film, überspiele ihn, erneuere ihn, mache eure Fotos, vergrößern, verkleinern, was ihr braucht. Also ihr könnt den Wunsch, den ihr habt, erfragen, auch telefonisch. Und wenn wir den erarbeiten können, machen wir das für normales Geld. Bitte nicht übertreiben. Die Übertreibung kostet richtig Geld. Also wenn wir in dem Segment sind, hier Blu-ray, 4K und das ist Arbeit, um die zu machen, bleiben wir im unteren Bereich. Von der Wiege bis zur Ware brauche ich Formulare zu einem günstigen Kurs und ich brauche ein Foto für mein Passport auch günstig, weil es muss ja 10 Jahre halten. Ne? Okay, also in dem Sinn, also 100% Dienstleistung in der Welt der Medien, in der Welt der Kopie und in der Herstellung und in der Kunst. Das ist hier. Hier in diesem Medien- und Copyhouse in der Stadt Essen heute mal Werbung gemacht für euch. Wie lange ihr das noch bei YouTube sehen könnt, weiß man auch nicht, weil die EU zerstört
Eine Menge. Alles, was Spaß macht, wird uns genommen. Also ist halt so. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt seit 1995 nach der CeBIT mit dem WebTV, ja, und Astra Digital 98,5 UPROM TV, Du bist TV. Also wir haben eine Menge. Wir haben eine Menge gemacht. Nur jetzt wird alles merkwürdig durch die EU. Wir bleiben so, wie wir sind. Und ich hoffe, wir machen euch froh und hoffen auch, dass eure Sachen auch so gemacht werden, wie ihr euch es vorstellt. So, jetzt bin ich weg, weil so eine lange Werbung wollte ich gar nicht machen. Der Wunsch ist erfüllt, meine sehr verehrten Damen und Herren online, meine sehr verehrten Kunden vor Ort hier im Medien-Copyhaus in Frohnhausen, in der Stadt Essen. Ja, man kann eine Menge vergessen, aber einiges nicht.